Servus Leute, willkommen bei mir Arnrage und einer weiteren fabelhaften Folge 12 Minutes. Jetzt ist mir bloß eine kleine Unstimmigkeit passiert und zwar habe ich vergessen, dass OBS mein Hotkey nicht mehr annimmt. Habe jetzt ungefähr schon eine halbe Stunde lang aufgenommen und jetzt ist mir leider diese halbe Stunde lang nicht in dem Video gegangen. So, nur leider ist diese halbe Stunde sehr wichtig und zwar, ich habe mir nochmal meine Videos angeschaut. Ja, wir gehen hier eh raus. Nein, nein, du juckst mich nicht, du bist schon Mörder. Okay. So, wir gehen jetzt nochmal raus, starten das alles von neu und dann kann ich es euch gleich We're zeigen. back. Es ist wirklich, ich habe nicht nachgeschaut, Leute, ich habe nicht gecheatet, wirklich. Ich habe mir meine Videos angeschaut und habe gemerkt, dass der Lichtschalter noch irgendwas zu tun hatte. Weil sie, die Frau und die beide sagen die ganze Zeit, ah, hey, wir müssen danach gucken, weil sonst verletzt sich noch jemand. Und genau das habe ich ausprobiert. Ich habe den Lichtschalter angemacht, er hat geklackt, wir gehen ihn aus. So, das war's. Wir müssen ihn einmal an- und ausmachen. Weil ich habe es das zweite Mal gemacht. Wisst ihr, was dann passiert? Ja, kann ich euch auch gleich nur zeigen, weil es ist ja. Kann ja gleich nochmal alles wieder nachspielen, was ich gemacht habe. So. Und. Zack! Er flackt und tut erstmal gar nichts. Und wie sich einige schon denken können, genau so legen wir den Kopf hin. So, ja, ich bin okay, ich bin okay. Ja, I'm fine. Just a shock. Oh ja. God, you scared the hell out of me. So. Ah, funzt mir das jetzt an mit diesem verdammten Ding, echt. Ja, jetzt können wir es eh nicht mehr machen. Weil jetzt ist er kaputt, er ist broken, deswegen gehen wir jetzt schnell raus. Zack, fangen wir wieder neu an. Ich will jetzt dann nicht lange rumtun, ich will den Ding, was wir gemacht haben, gleich. Also ich kann euch mal ein bisschen Zwischeninformationen geben. Anscheinend hatte ihr Vater eine Affäre und der Typ hat eine Tochter. Der Typ hat eine Tochter, das können wir aus dem Handy rauslesen, wenn wir ihn mal gehandcufft haben, so in der Art. Das schaffen wir, indem wir ihn ausnocken, ihn durchsuchen, all sein Zeug nehmen und dann. Mach die Tür zu. Aber dazu kommen wir jetzt gleich nochmal, weil ich bin leider auch gar nicht weit genug gekommen, weil nach einer gewissen Zeit läuft. Wirklich fängt es einfach wieder von vorne an. Also ich muss es in einer gewissen Zeit schaffen, ansonsten wird das nichts. Also ich muss alle Informationen oder ich muss einen Weg nach draußen finden. So, jetzt fragen sich natürlich manche Leute, hey, Unrage, was machst du da eigentlich für einen Scheiß? Wieso killst du ihn nicht einfach, wenn du ihn gehandicapt hast? Machen wir noch. Machen wir noch. Ich habe bloß mit ihm erst geredet und ein paar nützliche Informationen rausgekriegt, okay? Dass zum Beispiel eine Nanny hatte, dass er eine Tochter hat. Ich habe mir sogar die verdammte Telefonnummer von dieser Tochter auf dem Ding geschrieben. Das ist bestimmt auch nur wichtig. Ich könnte eigentlich die Tochter anrufen. Aber warte, warte, wir brauchen erst noch Ding. Irgendwie sind es viel zu viele Optionen, die ich noch habe. Haben wir jetzt das Licht schon gemacht? Nein. Switch. Zack. Switch. Aus. Zack. So. Wir haben das Buch von ihr gelesen. Wir haben da irgendwas, irgendeinen Satz rausgekriegt. Ist die Pflanze verdorrt? Was? Wieso ist die. Wir haben sie doch gegossen, oder nicht? Als nächstes. Machen wir halt nochmal. Gieß mal schnell die Pflanze. Ich hoffe, die ist nächstes Mal wieder geblüht. Er blüht. Da blüht. Keine Ahnung. Wir brauchen eigentlich nichts weiter. Gar nichts. Wir müssen einfach nur warten jetzt, bis er kommt im Endeffekt. So. Haben sie gegossen. Jetzt gehen wir hier rein. Schließen die Tür. Könnten eigentlich. Oh, irgendwo habe ich rausgeklickt. Ah, nein. Schließ die Tür. Wir warten jetzt einfach. Nein, wir machen jetzt nichts. Wir wollen das jetzt wirklich zielgerecht ansteuern, was wir jetzt rausfinden wollen. Now we wait. Genau das tun wir. So. Puh. Unsere Frau liegt mal wieder unter Drogen im Bett.
so wie es sein soll. Come on, I know you're home. Open the door. What the? So. Und da liegt er, Leute. Perfekt. Wir müssen auch die Tür hier gar nicht zuspannen. Also wir haben sie vorher nicht zusperren müssen, weil wir spannen sie jetzt zu. Weil sonst hätte er das Schloss eingetrappt und es wäre kaputt gewesen. So, der Unconscious Cop hier. Wir nehmen alles von ihm. Er hat einen Revolver, Handcuffs, Phone. So. Was wir als erstes tun ist, wir handcuffen ihn natürlich. Also das ist ja nicht... Das ist ja nicht das Schlimme jetzt. So. Soll ich mir ihn jetzt... So, jetzt wacht er auf natürlich. Listen to me. You knew her father. Fuck off. This has nothing to... Untie me right now. Ja, ja, jetzt gibt er uns ein paar, aber der sagt uns nichts. Kann ich den einfach abstechen? Was? Nein. What? Ich kann ihn anschießen. Ich kann ihn in den Arm schießen. Glaubst du, das wird was? Wenn ich ihn in den Arm schieße? Ich schieße ihm lieber ins Bein. Ich glaube, das ist sicher. Oh, don't! Oh Gott! Ist halt jetzt nicht unbedingt... What do you want? Die leiseste Art, aber okay, wir wollen die Nanny. What do you know about the nanny he had the affair with? Who cares? It was years ago. Wieso ist das wichtig? Your daughter. Don't you cut me. What are we being? You're 8 years ago she murdered her father in cold blood. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Weil er erzählt uns jetzt, bla bla bla, wie er das gewusst hat und so. Wie er es erfahren hat, ist, sie hat versucht, diese Pocket Watch auf dem Pfandhaus zu verkaufen. Und der Pfandleiher hat es ihm Bescheid gesagt anscheinend. Zweitens ist, sie hat nicht nur einmal geschossen, sie hat zweimal geschossen. Sie hat ihn kaltblütig ermordet. Also das war geplant anscheinend. Ich kann jetzt sagen, I don't know how was her mother, father, mother. How did your father die? Her. She shot him Christmas Eve 8 years ago. Didn't kill him though. Then on New Year's Eve, she came back and finished the job. 2 shots, close range, heartless. Listen to me, genau. Very careful. It was some. You my. All so, warte mal. Oh, was ist wir haben nur gewisse Zeit, deswegen ich versuche eigentlich schon. Hä? Ich. Listen to me, very carefully. It was someone else. She did not kill him. You might be the most. All these ideas and no proof? Without proof, it's just some murderous lies. Ich muss beweisen? Okay, wir haben eigentlich alles, gell, von ihm. Was ist eigentlich, Leute, wenn man jetzt einfach... Schätze? No, do that. Don't do that. I won't tell anyone. Please. That won't make any difference anymore. That won't make any difference anymore. That won't make any difference anymore. Das kann, hä? That won't make any difference anymore. Okay. Nein, oder? Nein, oder? Und er hat's nicht mal geschafft. Okay.
No. God! Fucking hell. How hard is that? I can't even get that right. Okay, ihr habt ja gesehen, wir konnten vorhin sein Telefon holen. Deswegen machen wir das jetzt als erstes. Das machen wir jetzt mal als erstes anscheinend. Wieso hat das nicht funktioniert, hä? Ich blick's nicht. Also, 4135550193. So. Jetzt holen wir mal die Tochter an von ihm. Hello? Hey, I got your number from your dad. What? Wants to arrest your wife. Your dad says that my wife killed her father. He's coming to hurt her. This isn't funny, you creep. Could you just talk to him, please? He will listen to you. Maybe she shouldn't have been a murderer? I mean to... Lose my number. Verdammt, das war nicht der richtige Ding. Okay, Ah, wir haben sie! Wir haben sie hier drin jetzt. Okay. Was machen wir denn jetzt? Hey, sorry, I can't talk right now. Leave a message. Okay, okay. Leute, Nein, du hast jetzt nicht was getrunken. Oder? Das war jetzt nicht dein Anspruch. Du hast jetzt nicht getrunken. Bitte, hast du jetzt nicht getrunken. Das ist total ungünstig. Mug with pills. Here's this. I'm not thirsty anymore, but thanks. Verdammt! Okay, Leute, wir dürfen es gleich nochmal neu anfangen. Weil das ist ein schwachsinniger Ding gewesen, ne? Verdammt! Okay. Haben wir irgendwie was übersehen? Ist die Sache. Halt! Ah! Halt! Wenn wir uns gleich da drin verstecken, haben wir eigentlich genug Zeit, das Licht an- und auszumachen? Und, ja, jetzt ist eh schon rum. Jetzt haben wir es eh schon verkackt. Warte mal. Ich will die beide wach haben, Leute. And we're back. Genau. Jetzt gehst du hier rein, machst Licht an, aus. Ja! Ja! So! Perfekt. Wir warten. Ah, sorry. Mein Hals ist halt etwas kratzig. Ich habe jetzt nicht gerade meine Frau umknietet. Ah, verdammt! Ich habe meine Frau umknietet, das war scheiße. Der Run bringt uns gar nichts mehr, aber es ist genau das gleiche, wie als ob er jetzt... Baby? Shit, I know that really hurts, I'm sorry. But you'll be okay, you're gonna wake up in a second. Come on, I know you're home. You open the door. Oh God, oh fuck, I'm so sorry. Sie ist tot? Police, I have a warrant for your arrest. Yeah, I know. You know? I know. Congratulations. On the ground, arms behind you. Don't move. Läuft das jetzt anders ab? What? I got a couple of hands free. Ma'am? Don't fucking move. Das ist ja eh wurscht.
Ja, jetzt haben wir ja K.O. endlich. Fuck you! Ja, wirklich. Echt. Verdammt, wenn sie mich nicht sieht, macht sie das Licht an. Ist doch total dumm. Ist doch total dumm. Wieso macht sie das Licht an? Und wenn ich es nur einmal anmache, geht es dann? Macht sie es dann aus? Ach, jetzt habe ich es verkackt. Na, egal. Ich habe keine Zeit, sorry. Not now. Okay. Vielleicht bei einem anderen Versuch, aber... Und ich verstehe halt auch gar nicht, ist das mit dem Dessert und so alles eine Ablenkung? Deswegen, also das... Es scheint so, als hätte dieses Spiel mehrere Enden. Es scheint so. Oh Gott. Ich werde da ewig dran hocken. Okay. Also wir haben ihn gekillt. Was sollen wir denn sonst machen? Also, ich kann ihn ja so lange torturen, bis er sagt, okay, ich lasse euch gehen. Ich kann ihn auch anschießen und mal gucken, was dann passiert. Ich schieße ihn an und cuff ihn frei. Oder schieße ihn an, einmal in den Arm, einmal ins Bein. Und dann schauen wir mal, was passiert. Oh, das nimmt einen Turn, Leute. Das nimmt so einen Turn. Ja, jetzt nehmen wir das Messer mit. Dankeschön. Ja, nimm mal das Messer mit und ich möchte mal nochmal was probieren. Dann in the sink. So. Das darfst ihr jetzt wissen, ist mir egal. I forgot to call the landlord about the light switch. Having trouble sleeping. You have. I'm so tired all of a sudden. So, leg die hin. Oh. Geh da rein. Ja, ja, geh ins Bett. Ich geh rein. Close zu. Close. Handy. Ich will das mal nochmal versuchen. Ich will das nochmal versuchen. Das ist alles. Hello. Hey, hey. Your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Das zweite Mal ist schon besser. Listen, I know about your situation. And I'm sorry for you. Cancer is awful. Who are you? Fuck you. Okay. Hat mir nicht wirklich viel bereit, muss ich sagen. Cancer, scheiße. Ich weiß. Fuck you. Richtig gut. Richtig gute Reaktion. Wir warten hier jetzt. No, we wait. Ja. Wir warten, der Typ kommt. Bla, bla, bla. Hier, hier. Wir schießen ihn an. Bla, bla, bla. Bla, wir schießen ihn nochmal an. Bla, bla, bla. Komm mal einfach rein. Kann ich die Haustür einfach offen lassen? Würde schneller gehen, schätze ich. Hätte ich persönlich mehr Zeit, um ihn zu befragen? Ach, ich depp echt. Come on, I know you're home. Ja, komm halt rein. Ich hab nicht mal die Tür zugemacht. Ach, gut, mach halt einfach auf. Ja, danke schön. Das gibt's doch nicht. Jetzt geht's ins Schlafzimmer. Ja, du musst bloß ins Schlafzimmer schauen. Ja? Police, come on out. Gleich. Gib mir noch 5 Sekunden. Oder 10. Kommt je nachdem, wie lange du in dem Ding verbringst an. Dankeschön. What the? Machst du Licht an? Gut, dankeschön. Aufwärts, geh raus. Mach die Tür zu. Lock the door. Erst mal in hier, hallo. Was soll das? Zack, 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 zack. Zack. Ich hab das mit dem, oh, ich bin unschuldig, habe ich noch nie ausprobiert. Wir versuchen das jetzt mal, okay? Und gehen jetzt mal die Strecke, was passiert. So. Kann ich ihn doppelt handcuffen? Oh, seine Beine?
Listen. I'm innocent. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all this. I don't have anything to do with it. All her fault. So, let me go. Please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me, and we can keep you out of this. Okay, I will do whatever you want. Wir haben gesagt, wir tun's. Smart. I'm gonna get up slowly. Don't do anything stupid. Alles gut. Ich mach nix. You took my knife. Think you're clever? You better cut these handcuffs. Oh mein Gott. All right, thanks. You took my things. Shouldn't have done that. Okay, das heißt, wir machen alles nochmal genau bis zu dem Punkt, Leute. Das machen wir jetzt noch. Wir machen das ganz genau nochmal. So, das war unser Stichpunkt, unser Zeichen. Zack, lock the door. Ich weiß nicht, ob wir es verschließen müssen. Ich tue es einfach mal trotzdem, weil... So, das Einzige, was wir bei ihm jetzt machen, ist, wir handcuffen ihn. He just passed out. Ja, ist mir egal. Ist eigentlich meine Blume wieder da? Oh! Okay, ich muss sie komplett hoch. Okay, oh. Oh, you little shit. You just made the biggest mistake of your life. Listen to me. So, jetzt. Ich hab Geschenk, keine Ahnung. Gib ihm das Geschenk. Look at this. Uncuff me right now. One chance. Look at this. Wir haben ein Geschenk für dich. Hallo. Das Spiel ist hängen geblieben. Ich habe hier oben kein Ding. Es geht auch nicht weiter. Ich häng fest, Leute. Ich häng fest. Nein! Oh Mann, echt jetzt dein Ernst? Oh. Ja, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind wieder da, wo wir waren. Ich hoffe, das wird jetzt besser laufen. Und ich habe in der vierten Folge herausgefunden, dass wir es auf Deutsch schalten können. Zwar nur den Text, aber ja, wieso nicht. Eigentlich muss ich nur warten. What? Oh, you little shit. You just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go. Listen. So, jetzt da. Das ist alles auf Deutsch, das ist wieder bla bla bla, aber sagen das unschuldig. Wir gehen diesen Weg jetzt. Wir wollten den die ganze Zeit gehen. Das hatten wir schon. Okay. Das ist mir geil. Das geht auf einmal, ich kann ihnen helfen. Holen sie mir die Sache raus. Okay, ich werde tun, was sie mir sagen. Okay, gut. Wir tun gar nichts. Wir tun einfach gar nichts. Oh, don't do anything. Don't move. You know where the watch is. Okay. All I'm here for. Ich weiß, wo sie ist. I can get it. All right, get it. Be smart now. Okay, wir holen sie. Wir holen sie. Alles gut. Wir holen die Uhr. Wir wissen ja, wo sie ist. Alles gut. Medizinschrank. Oh, Ventilatorgitter. Let's go. Ich hätte Lüftungsgitter gesagt, aber ja, alles gut. Taschenuhr, genau. Immer wieder. Come on. Taschenuhr. Bring me the watch. Ich bin dabei. Kannst du vielleicht 3 Sekunden warten? So, hier. Here. Good. Thank you. Listen carefully. I need a few minutes in the bedroom with her. Alone. Was? Go sit on the couch and stay there until I come back. Try anything clever again and I'll kill you. Okay, wir gehen.
Was wird da jetzt passieren? Oh. Das ist passiert. Okay, cool. Klasse. I need a phone. Where's your phone? Here. Einfach geben. Gib's ihm einfach. Das ist, wenn er es findet, dann im Endeffekt ist es wurscht. Okay. I'm going to dial 911. You're going to tell them you just got home and that your wife is dead. It looks like she committed suicide. She shot herself in the head. I don't go off topic. And don't talk about anything else. Clear? I'm clear. Okay. Emergency services. Erzählen, dass sie an der Zeitschleife gefangen sind. Vom Polizisten erzählen, ja, das bringt das alles um. Alles andere bringt um. My wife. Sir? She shot herself. Sending an ambulance right now. Is she still breathing? I just got home from work and... Sir, I can talk you through emergency first aid. No, she's dead. All right. A unit will be there in 15 minutes. Stay where you are. You fucked up your life, man. You're lucky. You get a second chance. Do better next time. Ich hab gar nichts getan. Are you? Er läuft jetzt nicht da rein. Oh Gott, no. No. Feigling. I let her all for nothing. Ich hab ein Feigling Achievement gekriegt. Verdammt. Okay, Leute. Anscheinend hat das Spiel mehrere Enden, also es ist wahrscheinlich nicht so, dass wir das auf einmal jetzt durchkriegen. Das wird schwierig, also ich werde mein Gehirnmalz da auf jeden Fall noch neu setzen. Ansonsten war es das mit der Folge, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ansonsten schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, würde mich freuen. Macht es gut. Servus!